Hallo meine Lieben, es ist ein Phänomen, das zu den bisher ungelösten Rätseln unseres Planeten gehört. Sie sind real und dennoch nicht wirklich greifbar. Warum du dich schleunigst in Sicherheit bringen solltest, wenn du diesem Phänomen begegnest und was hinter diesen mysteriösen Lichtern steckt, erfährst du im heutigen Video. Und wenn du auch weiterhin spannende Videos aus Wissenschaft und Forschung und über die Mysterien der Menschheitsgeschichte sehen möchtest, dann abonniere doch meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Jetzt geht es aber los. Viel Spaß! Als 2017 ein Erdbeben der Stärke 8,1 Mexiko traf, tauchten in den sozialen Medien unheimliche Bilder von grünen und blauen Lichtern am Himmel auf, die sogenannten Erdbebenlichter. Dies ist aber nur ein Fall des Phänomens, das Experten seit Hunderten von Jahren rätseln lässt. Am 12. November 1988 zum Beispiel berichteten Menschen von einer leuchtend purpurrosanen Lichtkugel entlang des St.-Lorenz-Flusses in Quebec bereits 11 Tage vor einem starken Erdbeben. In Pisco, Peru, waren es im Jahr 2007 helle Blitze, die den Himmel erhellten und von Überwachungskameras vor einem Beben der Stärke 8,0 aufgenommen wurden. Und vor einem Beben 2009 in L'Aquila in Italien waren 10 cm große Flammen aus Licht über den steinigen Straßen der Stadt zu sehen. Doch Erdbebenlichter bleiben relativ selten und für Wissenschaftler sind sie nur schwer zu erklären. Erschwerend kommt hinzu, dass die Leuchterscheinungen um Erdbeben herum nicht alle gleich aussehen. Zudem ranken sich viele Gerüchte um dieses Phänomen, die von einfachen Blitzen bis hin zu außerirdischen Erscheinungen reichen. Denn laut Friedemann Freund, einem Professor für Physik an der San Jose State University und leitender Forscher am Ames Research Center der NASA, können diese Lichter viele verschiedene Formen, Gestalten und Farben annehmen. Und auch der Zeitpunkt ist eine Variable. Vielerorts tauchen sie nur wenige Sekunden vor einem Erdbeben auf. Doch es gibt auch Fälle, bei denen sie Stunden vor einem Erdbeben zu sehen sind. Als Frühwarnsystem, also recht unzuverlässig. Freund und seine Kollegen untersuchten bisher 65 Berichte über solche Lichter, die bis ins Jahr 1600 zurückreichen. Bei der Analyse auf ein eventuelles Muster in ihrem Erscheinen stellte die Forschergruppe die Theorie auf, dass die Lichter durch elektrische Ladungen verursacht werden, die in bestimmten Gesteinsarten während seismischer Aktivität aktiviert werden, so als ob man eine Batterie in der Erdkruste einschalten würde. Doch auch tektonische Spannungen, bei denen quarzhaltige Gesteine starke elektrische Felder erzeugen, wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise zusammengedrückt werden, könnte der Auslöser für diese mysteriösen Lichter sein. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber sollte ich in einem Erdbebengebiet diese Lichter sehen, hätte ich schon ein verdammt mulmiges Gefühl im Bauch und würde die Koffer packen. Wie seht ihr das? Schreibt mir wie immer in die Kommentare. Na dann, bis zum nächsten Video.